Ein Sonderbericht über den Besuch des neuen Generalministers des Ordens der Minderbrüder, Bruder Massimo Fusarelli, in der Kustodie des Heiligen Landes, der Perle der franziskanischen Missionen. 5 Tage intensiver Besuche in den verschiedenen Bereichen der Kustodie des Heiligen Landes, von den Heiligtümern der Erlösung über die Schulen und die verschiedenen Werke der Kustodie bis hin zu den Christen vor Ort. Jahrestag der Gründung des päpstlichen Instituts Paul VI. Ephata für audiophonetische Rehabilitation in Bethlehem. Aus diesem Anlass zelebrierte Erzbischof Adolfo Tito Ilana, apostolischer Delegat für Jerusalem und Palästina, am 22. Oktober eine feierliche Messe. Bei archäologischen Ausgrabungen der israelischen Altertumsbehörde in der Stadt Jaffne südlich von Tel Aviv wurden Spuren der größten bekannten Weinkellerei aus byzantinischer Zeit entdeckt. Sie hatte eine Produktionskapazität von bis zu 2 Millionen Litern pro Jahr. Der Wein wurde in Gebiete rund um den Mittelmeerraum exportiert. Der Besuch des neuen Generalministers des Ordens der Minderbrüder, Bruder Massimo Fusarelli, in der Kustodie des Heiligen Landes, der Perle der franziskanischen Missionen, endete am Sonntag, den 24. Oktober. Ich wollte so schnell wie möglich hierher kommen, um vor allem auf dem Kalvarienberg, am Ort der Auferstehung und an den anderen Orten, Bethlehem und Nazareth, für den ganzen Orden und für den Beginn meines Dienstes zu beten. Es waren 5 Tage intensiver Besuche der verschiedenen Bereiche der franziskanischen Mission im Heiligen Land. Von den Heiligtümern der Erlösung über die Schulen bis hin zu den verschiedenen Werken der Kustodie und den Christen vor Ort. Bruder Fusarelli, der am 13. Juli in Rom gewählt wurde, ist der 121. Nachfolger des Heiligen Franziskus und hat die Aufgabe, zusammen mit den im Nahen Osten anwesenden Brüdern den Traum des Heiligen Franziskus fortzusetzen, der im Jahr 1219 auf einer Friedenspilgerreise ins Heilige Land kam und in Ägypten den Sultan Al-Malik al-Kamil traf. Ich habe das Gefühl, dass ich hierher komme und das Herz von Franziskus trage und durch 800 Jahre diese Flamme, dieses Feuer mitbringe, das in Franziskus während seiner Bekehrung, während seines Lebens entzündet wurde und das dann immer entzündet blieb. Und wir nehmen diese Fackel heute auf, auch wenn wir ein wenig müde, erschöpft sind. Ich bin sicher und spüre, dass das Feuer, die Flamme des Charismas von Franziskus immer wieder neu entfacht wird. In Jerusalem wurden der Minister und der Generalvikar des Ordens, Bruder Isauro Covili, am Jaffa-Tor von den religiösen und zivilen Autoritäten, von Bruder Dobromir Jastal, Vikar der Kustodie und Mitglied des Diskretoriums, und von den Brüdern der Kustodie des Heiligen Landes empfangen. Anschließend begaben sich die Brüder zur Grabesbasilika. Massimo Fusarelli erwarteten die Vertreter der 3 Kirchen, die für die Basilika verantwortlich sind: die Franziskaner, die Griechisch-Orthodoxen und die Armenier. Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, sagte: Hochwürdigster und lieber Bruder Massimo Fusarelli, unser Generalminister, willkommen im Heiligen Land, willkommen in der heiligen Stadt Jerusalem, willkommen am heiligsten Ort der Christenheit, der Grabeskirche. Dies waren die ersten Worte der Begrüßung, die an den neuen Generalminister des Ordens der Minderbrüder gerichtet wurden. Dieser Ort, betont Bruder Francesco Patton, wurde von Papst Clemens VI. Der Kustodie unseres Ordens anvertraut. Das ist die Sendung, die der apostolische Stuhl uns anvertraut hat, an diesem Ort zu wohnen, zu beten und zu feiern, hier als multiethnische Bruderschaft zu sein, als Ausdruck des ganzen Ordens. In der Grabeskirche nahm der neue Minister an der täglichen feierlichen Prozession teil, welche die Orte der Passion, des Todes und der Auferstehung Christi nachzeichnet, und stand vor der Edikula der täglichen Messe vor. Es ist mir eine große Freude, heute Morgen unseren gesamten Orden der Minderbrüder in dieser Eucharistiefeier darzubringen. Es gab ein vielfältiges Begegnungsprogramm mit den Schülern der Terra Sancta Schule, den jungen Brüdern in Ausbildung, den Brüdern der Kustodie und den Ordensleuten der franziskanischen Familie. Bei dieser letzten Gelegenheit ging der Generalminister auf die 3 Worte ein,
welche die Synode 2021 bis 2023 bestimmen: Gemeinschaft, Partizipation und Mission. Am Freitag, den 22. Oktober, nahm Fusarelli am Kreuzweg durch die Straßen Jerusalems teil, von dem Ort, an dem Jesus der Überlieferung nach Pontius Pilatus begegnete, bis zu den letzten vier Stationen in der Grabeskirche. Diese Strecke wird jeden Freitag von den Franziskanern und jedes Jahr von Tausenden von Pilgern zurückgelegt. Amen. Und gleich am Anfang der Via Dolorosa liegt das Kloster der Geißelung, in dem sich das Studium Biblicum Franziskanum befindet. Bei der Vesper kommentierte Bruder Fusarelli die kurze Lesung aus dem Römerbrief und würdigte den Dienst am Wort Gottes, den das Studium Biblicum Franziskanum leistet. Der feierliche Einzug in die Geburtsbasilika in Bethlehem fand am Samstag, den 23. Oktober statt. Die Weihnachtsstadt hat den neuen Generalminister herzlich willkommen geheißen. Begleitet wurde er von den Dudelsäcken und Blechblasinstrumenten der Pfadfinder. Viele Kinder und Familien aus Bethlehem warteten auf ihn. Massimo Fusarelli wurde auf dem Platz vor der Geburtsbasilika von den kirchlichen und zivilen Autoritäten empfangen. Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, unterstrich die Bedeutung des Besuchs von Bruder Fusarelli angesichts der Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen Bethlehem steht. Er verwies auch auf die spirituelle und pastorale Botschaft, welche die Franziskanermönche seit Jahrhunderten in die Stadt bringen. In der Grotte der Geburt Christi fehlte es nicht an emotionalen Momenten. Einen privaten Besuch machte Fusarelli in der Terra Sancta Schule in Bethlehem, die als die älteste im Heiligen Land gilt. Hier wurde Bruder Fusarelli von den Schülern und Lehrern herzlich empfangen. Der Besuch in der Stadt Bethlehem endete mit einem Besuch des Piccirillo-Zentrums, ein Ort mit einer besonderen Botschaft. Ein Projekt der Kustodie des Heiligen Landes, das 2014 ins Leben gerufen wurde, um auf die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der schwächsten und bedürftigsten Menschen in der Stadt zu reagieren. Ich bin sehr aufgeregt und sehr glücklich. Ich hatte nicht mit diesem Zuspruch gerechnet. Es ist sehr besonders für mich, so viele glückliche Gesichter von Kindern und Familien zu sehen, trotz der schwierigen Situation, die wir in der Welt und auch hier in Bethlehem durchmachen. Für mich war heute wirklich Weihnachten, vor allem dank des Lächelns der Kinder. Die letzte Station der Reise war Galiläa. Hier zog der Generalminister feierlich in die Verkündigungsbasilika ein, wo er kurz im Gebet verweilte. Auf den feierlichen Einzug folgte die Heilige Messe in der oberen Basilika, an der zahlreiche Gläubige aus der Gemeinde teilnahmen. Am Ende der Feier standen viele Menschen Schlange, um dem neuen Minister, dem Kustos des Heiligen Landes und dem Rektor des Heiligtums, Bruder Bruno Variano, zu gratulieren und sie zu begrüßen. Es war auch eine Gelegenheit für uns, mit dem Kustos und dem Minister eine Bilanz des Besuchs zu ziehen. Für den Generalminister war es vor allem der erste Besuch außerhalb Italiens, was eine besondere Bedeutung hat. Es bedeutet, dass unser Orden der franziskanischen und christlichen Präsenz im Heiligen Land eine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Bruder Francesco Patton erinnerte daran, dass Papst Clemens VI. 1342 direkt an den damaligen Generalminister schrieb und den Orden der Minderbrüder mit der Mission im Heiligen Land betraute. Die Kustodie lebt mit Brüdern zusammen, die aus allen Ländern der Welt kommen. Und das ist etwas sehr Schönes, weil hier im Heiligen Land die Universalität der Kirche in gewisser Weise zum Ausdruck kommt. Und so ist die Kustodie des Heiligen Landes eine Art ständiges Pfingsten und gleichzeitig auch ein Zeichen für die Ortskirche selbst, wie wichtig es ist, für die Weltkirche offen zu bleiben. Ich habe mich vor allem über die Situation der Brüder informiert, aber auch über dieses Land mit seinen Reichtümern und Spannungen. Auch die Begegnung mit den Verantwortlichen anderer Kirchen und anderen Bereichen hat mir geholfen, meinen Blick zu erweitern. Per parlare del bel rapporto
Um von den schönen Beziehungen zwischen den Gemeinschaften zu sprechen, vor allem an den Orten, an denen diese Gemeinschaften zusammen leben und zusammen beten, wie am Heiligen Grab, müssen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft berücksichtigen. In der Vergangenheit gab es Elemente, die zu Spaltungen führten, politische, historische, aber auch kirchliche Elemente. Heute haben wir stattdessen entdeckt, was uns eint. Und so hat sich in den letzten Jahren das Verhältnis zwischen den Gemeinschaften einfach verbessert. Oder ich würde eher sagen, es ist gereift. Bruder Dobromir betonte, dass nur eine friedliche Koexistenz und gegenseitiger Respekt gemeinsames Handeln ermöglichen, wie die Initiativen, die zur Festlegung des Projekts für die Restaurierung des Heiligen Grabes führten. Zunächst die Edikula, das Grab Jesu und dann die Restaurierung des Fußbodens mit größerer Stabilität des Gebäudes. Beim Abschied von Nazareth vertraute der Generalminister den Orden der Minderbrüder während des Angelusgebetes in der Grotte der Mutter Gottes an. Die letzte Station seines Besuchs in Galiläa war das Heiligtum von Kapharnaum am Ufer des Sees Genezareth. Es sind nur ein paar Tage, weil die Zeiten so sind, aber ich werde regelmäßig wiederkommen. Es ist nur der Anfang einer besseren Kenntnis und Begleitung dieser schönen und zerbrechlichen Wirklichkeit, die unsere ganze Hilfe als Orden der Minderbrüder braucht. Wenige Tage, aber reich an Austausch, Gebet und Freundschaft, wie zum Beispiel mit Erzbischof Pier Battista Pizzaballa, lateinischer Patriarch von Jerusalem. Und dann die Begegnungen mit den Brüdern und allen Menschen, von den Autoritäten bis zu den Kindern. Denn wenn man sich von der Liebe leiten lässt, findet man immer ein paar Minuten, um neue Erfahrungen zu machen. Kinder sind ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen des Lebens, aber auch ein diagnostisches Zeichen, um den Gesundheitszustand einer Familie, einer Gesellschaft, der ganzen Welt zu verstehen. Das sagte Papst Franziskus in der Messe, die er 2014 auf dem Krippenplatz in Bethlehem feierte. Wir denken an die Arbeit, die das Institut Paul VI. Ephata zugunsten taubstummer palästinensischer Kinder leistet. Es ist ein konkretes Zeichen der Güte Gottes, ein konkretes Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft verbessert. Ja. Ich vergleiche das Ephata-Institut in Bethlehem mit dem Stern, der den heiligen drei Königen den Weg wies. Die tauben Kinder kommen zu uns, verschlossen in sich selbst und wissen nicht, wie sie anfangen sollen zu sprechen. Ephata gibt ihnen die Möglichkeit, Sprache zu erlernen und sich auszudrücken. Ephata feiert sein 50-jähriges Bestehen im Dienste der schwächsten Kinder der palästinensischen Gesellschaft. Aus diesem Anlass feierte Erzbischof Adolfo Tito Ilana, apostolischer Delegat für Jerusalem und Palästina, am 22. Oktober die Heilige Messe. Anwesend waren der italienische Generalkonsul Giuseppe Fedele, Vertreter der Institutionen, die das Institut unterstützen, und eine Gruppe von Gläubigen. Oggi è un grande giorno, cinquantesimo, 50 anni. Heute ist ein großer Tag. Es ist der 50. Jahrestag dieses Instituts, das von Papst Paul VI. Während seines Besuchs hier im Heiligen Land gewünscht wurde. Das Institut wurde 1971 eröffnet. Es hilft gehörlosen Kindern aller Religionen, die Sprache wiederzuerlangen. Die Methode ist mündlich. Alle Kinder, die diese Schule durchlaufen, lernen sprechen, um sich zunächst in die Gesellschaft und dann in die Arbeitswelt einfügen zu können. Per la loro inserzione nella società, prima di tutto, e poi nel mondo del lavoro. In seiner Predigt zitierte Bischof Ilana den heiligen Paulus. Die Liebe entschuldigt alles, glaubt alles, hofft alles, erträgt alles. Und fügte hinzu, diese Liebe, begleitet von dem tiefen Mitgefühl Jesu, geboren aus der Liebe des Vaters, hat den Taubstummen mit einem einzigen Wort, Ephata, vollständig geheilt. Ringraziamo il Signore perché dopo 50 anni possiamo dire tanti ragazzi
Wir danken dem Herrn, denn nach 50 Jahren können wir sagen, dass viele Kinder und Schüler, die hier waren, sich als Lehrer, Krankenschwestern, Mütter oder Väter in die Gesellschaft integriert haben. Dank der Ausbildung, die sie hier erhalten haben, sind sie wirklich integriert. Formate con l'educazione che hanno ricevuto qui. Eine so schöne Botschaft und ein so wichtiges Werk wären nicht möglich gewesen ohne die beispielhafte Hingabe und selbstlose Liebe der Schwestern von der heiligen Dorothee, aber auch nicht ohne den Dank an alle, die sie unterstützt haben, einschließlich der Lehrerinnen. Jedes Mal, wenn ein Schüler sein erstes Wort wie Papa oder Mama sagt, spüre ich etwas Großartiges. Ich fühle mich wirklich als spirituelle Mutter, die den Kindern hilft, im Leben erfolgreich zu sein und sich anderen gegenüber zu öffnen. Das Institut Ephata Paul VI. Setzt seine Arbeit trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und eines Mangels an Lehrkräften engagiert fort. Die Hilfe für diese Einrichtung ist ein Akt der Liebe und der Solidarität. Die archäologischen Untersuchungen der israelischen Altertumsbehörde in der Stadt Jaffne südlich von Tel Aviv haben eine riesige Weinkellerei aus dem 5. Jahrhundert nach Christus freigelegt, die als die größte der Welt aus dieser Zeit gilt. Hier gab es eine Fabrik, die aus 5 großen Pressen bestand und in der Mitte einen zertrampelten Boden hatte. Das Ganze war umgeben von Räumen für die Gärung des Weins und von Lagerhallen für die Lagerung des Weins. Zwischen den verschiedenen Sälen befanden sich 4 große Lagerhäuser, die für die Reifung des Weins genutzt wurden, der in langen Krügen hergestellt wurde, von denen einige vollständig erhalten sind. Diese wiederum wurden in großen Öfen auf dem Gelände hergestellt. Der Wein von Jaffne war berühmt für seine hohe Qualität. Er wurde nicht nur in Jaffne gehandelt, sondern auch im Mittelmeerraum und in Europa über die Häfen von Gaza und Aschkelon. Dieser edle Wein wurde aus Gaza und Aschkelon an die Tafel von Justin II. Am Tag seiner Krönung in Byzanz gebracht. Er wurde als weiß wie Schnee beschrieben. Wir wissen, dass der Wein, der in der Region Palästina und auch in Jaffne hergestellt wurde, Weißwein war. Die Produktionskapazität dieses Weinkellers erreichte 2 Millionen Liter pro Jahr. Dr. Haddad wies weiter darauf hin, dass diese Menge auch heute noch enorm ist, wenn man bedenkt, dass der gesamte Prozess manuell durchgeführt wurde. In der Antike war es üblich, Wein zu trinken. Er konnte dem Wasser zugesetzt werden, um seinen Geschmack zu verändern, oder er konnte das Wasser ersetzen, weil es nicht gut schmeckte. Dieses Unternehmen konzentrierte sich nicht nur auf die Qualität seiner Produktion, sondern auch auf den Schmuck des Bauwerks. Wir haben hier in den Kellern Löcher in den Decken gefunden, die in Form einer Muschel eingraviert waren. Wir Archäologen sagen scherzhaft, dass die Keller mit den muschelförmigen Löchern praktisch das Besucherzentrum der damaligen Zeit waren. Wenn man dort ankam, konnte man den Wein probieren, eine Art Hauptbüro oder Besucherzentrum für die Städte. Onde eu quero viver pra sempre.